ein schwerer Autounfall mit Toten und Verletzten auf der Autobahn. Ein Mensch springt aus Verzweiflung vor einem fahrenden Zug oder ein Mensch ist einsam, weil er niemanden mehr zum Reden hat. Das sind drei von vielen Szenarien, bei denen Seelsorger zum Einsatz kommen. Viele von ihnen tun dies ehrenamtlich. Sie leisten erste Hilfe für die Seele. Deshalb dreht sich bei dem diesjährigen digitalen Ehrenamtstag alles um die Notfallseelsorge. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 5. Dezember begehen wir jedes Jahr im Burgenlandkreis den Tag des Ehrenamtes. Und normalerweise geschieht das so, dass wir im Kreistagssaal direkt hier über mir eine bestimmte Gruppe von ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern einladen und diese Personen ganz besonders würdigen. Schon im letzten Jahr hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten auf das Digitale ausweichen. In diesem Jahr ist es leider nicht anders. Trotzdem wollen wir in diesem Jahr ein Thema ganz besonders würdigen und das ist das Thema der ehrenamtlichen Seelsorge. Ein Thema, das immer von Bedeutung ist, aber in einer Zeit, in der viele Menschen auch seelisch leiden unter dieser Situation, unter Einsamkeit und Abgrenzung, ein ganz besonders wichtiges Thema. Und so habe ich heute einen Gast bei mir, einen Gast, der hier in Naumburg im Bereich der ehrenamtlichen Seelsorge tätig ist. Ein Gast, der aus der Gruppe der grünen Damen kommt, die mittlerweile grüne Damen und Herren heißen. Und das ist Frau Heber. Frau Heber sitzt leider in einem großen Abstand zu mir, sonst hätten wir die Masken nicht absetzen können. Anders lässt sich das zurzeit nicht machen. Und deshalb schwenkt dann gleich die Kamera zu Ihnen hinüber. Und Frau Heber, erstmal ein herzliches Dankeschön. Sie haben ein grünes Tuch um den Hals und ein Schild, das dort auf dem Tuch ist. Das ist unser Logo. Ich kann es von hier sehr schwer erkennen, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Wir haben ein grünes Tuch und da steht unten drauf EKH, also Evangelische Kranken- und Altenpflege, Altenhilfe. Und unser Hauptsitz von der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe ist in Berlin. Welche Aufgabe haben Sie sich selbst gestellt dort? Vorwiegend kommunizieren wir ja auch mit den Stationsschwestern. Besser gesagt, wenn wir auf Station gehen, ist es notwendig, dass wir uns bei der Stationsschwester vorstellen, dass wir zu den Patienten gehen können. Dann wird uns gesagt, zu wem wir gehen können. Und es gibt ja auch viel ältere Leute, die auf Besuch warten oder keinen Besuch bekommen. Und da gehen wir zu dem Besuch und dann werden wir uns unterhalten. Es kann auch passieren, dass manche aufstehen dürfen, dass wir uns dann in Besucherzimmer hinsetzen. Nehmen die Menschen das auf, wenn sie kommen? Sie sind ja auch eine Fremde zunächst mal, wenn sie das Krankenzimmer betreten. Ja, und jetzt in der Situation der Pandemie ist es noch schwieriger, weil wir ja mit Maske auf Station gehen müssen. Dann ist es noch schwieriger und wir dürfen ja auch keinen anfassen. Wir müssen ja auch Abstand bewahren. Ja, aber es wird schon angenommen. Es gibt Leute, die erst zögern oder sagen, ja, wir wollen reden, aber es gibt auch welche, wie es da geredet ist, wie ein Wasserfall. Da kommt man kaum zum Luft holen, dass man das gar nicht sagen braucht. Aber das ist schon schön so. Ist für viele vielleicht das Zuhören sogar wichtiger, als dass sie so viel sagen müssen, oder irre ich mich da? Es kommt ganz drauf an. Es gibt ja verschiedene Leute, die da auch im Krankenzimmer liegen. Und es ist auch schwierig für uns, erstmal den Kontakt herzustellen mit den Leuten. Und wenn man den Kontakt erstmal einmal hergestellt hat, es gibt auch Leute, die mit den eigenen Angehörigen nicht so viel reden. Das kennen wir ja alle, gerade Ältere. Wenn als junger Mensch man das 5-6 Mal das Gleiche hört, dann sagt irgendwann von den Angehörigen, hat die Oma nicht mal ein anderes Thema oder kann der Opa nicht mal was anderes erzählen. Aber wenn eben wir kommen oder der grüne Herr, dann ist die Situation ganz anders und dann können sie erzählen, weil wir zuhören. Und wir haben vielleicht dann auch mal einen guten Vorschlag,
wo sie vielleicht auch ein bisschen anders schon mit dem Besuch, also mit den Bekannten oder mit den Familienangehörigen reden. Die Patienten, die ausgewählt werden, unter welchem Gesichtspunkt werden sie dorthin gerufen? Das sind jetzt nicht zwingend Menschen, die im Sterben liegen, sondern das sind auch normale Patienten, die auch auf Entlassung aus dem Krankenhaus dann hoffen können. Wir gehen aber auch auf die Palliativ, das ist auch sehr wichtig. Wir gehen in die Kinderstation, wir gehen in die Gefäßchirurgie, wir gehen auf die Gynäkologie, wir gehen in die Geriatrie. Und die Geriatrie wird sehr, sehr gut angenehm. Die Älteren, die freuen sich regelrecht drauf, dass wir kommen. Und ja, aber wir haben jetzt in letzter Zeit auch viele Mitglieder verloren durch die Pandemie und altersbedingt. Wir sind jetzt mittlerweile nur noch 6 Leute. Wir waren mal 12 Personen. Und wir sind erstmal jetzt darauf angewiesen, dass das erstmal so weitergeht, wie es geht. Weil im Moment dürfen wir ja nicht rein. Wenn die Patienten dann das Krankenhaus verlassen haben, ist dann ihre Aufgabe damit erfüllt? Oder hat es auch schon Situationen gegeben, wo sich hinterher noch Gespräche ergeben haben, dass sie vielleicht jemanden wieder auf der Straße getroffen haben oder sich sogar zu einer Tasse Kaffee irgendwo getroffen haben? Oder ist das eine strikte Vorgabe im Verein? Nach der Krankenhausbehandlung ist kein Kontakt mehr vorgesehen. Es gibt natürlich auch Ältere, wo man auch selber spürt, dass sie wirklich alleine sind und sich freuen, dass sie jemanden haben zum Unterhalten. Also ich kann nur von mir aus sprechen. Ich hatte schon 3 oder 4 Bewohner, wo wir die Telefonnummern ausgetauscht haben und wo wir uns dann auch so getroffen haben. Das kommt natürlich dann auch vor. Aber das geht dann nicht von mir aus, weil ich mir sage, ich gebe die Telefonnummer. Und wenn sie von sich aus dann anrufen, ist das okay. Aber so direkt aufdrängen oder so, das mache ich nicht. Wie könnten denn Personen, die das jetzt sehen und sagen, ach, das wäre vielleicht was für mich, wie können sie sich bei Ihnen melden? Wie kann man Sie erreichen? Also wir haben Flyer und die legen wir natürlich aus und dann können sich die Leute informieren und über mich Kontakt aufnehmen. Und Sie haben uns auch Ihre Kontaktdaten hier hinterlassen, ja. Auch eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wer sich bei uns im Büro Landrat hier meldet, dem würden wir auch Ihre E-Mail-Adresse dann weitergeben. Und man könnte dann zu Ihnen Kontakt aufnehmen. Sie haben auch eine Telefonnummer uns hinterlassen. Dann könnten wir die Verbindung zu Ihnen dann auch von hier aus herstellen. Heute, liebe Frau Heber, dazu beiträgt, dass Sie und Ihre Mitstreiterin und der eine Herr dann auch weitere Unterstützung erfahren. Ein herzliches Dankeschön für dieses große Engagement, dass Sie den Kranken und Beladenen in den Altenheimen und in den Krankenhäusern entgegenbringen. Und grüßen Sie bitte ganz herzlich alle, die bei den grünen Damen und Herren hier im Burgenlandkreis engagiert sind.